aktuelle Bundesregierung kann ich die in der Anfrage erwähnten Interventionsversuche ausschließen. Auch für Vorgängerregierungen sind mir keinerlei derartigen Interventionen bekannt. Zur Frage 9. Hier möchte ich darauf hinweisen, dass wir in einem Rechtsstaat leben und die zuständigen Behörden die in der Frage angesprochenen Förderungen derzeit prüfen. Diese Prüfung gilt es abzuwarten und anders als in der Frage unterstellt, gibt es bis dato keine Feststellung, dass die erwähnte Auszahlung unrechtmäßig erfolgt ist. Das war Claudia Plackerln von der ÖVP. Sie wurde vorhin nach der Sitzungsunterbrechung unter Stehpräsidiale der Klubobleute und des Nationalratspräsidenten aufgefordert, ein paar Fragen erneut zu beantworten. Und das hat sie kurz und knapp jetzt gerade getan.